Ja, hallihallo, herzlich willkommen zu Deponia Doomsday. Bei der allerersten Folge, wir haben gerade angefangen, Rufus ist das erste Mal aus einem Albtraum erwacht, der nichts zu bedeuten hatte, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Aber vorsichtshalber aus einer Eingebung, auch wenn wir noch gar nichts von diesem Spiel wissen, werden wir jetzt als allererstes mal gucken, dass wir eine Elefantenfalle gebaut kriegen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. So, dafür packen wir mal alles ein, was wir hier so finden können. Hier im Ofen ist immer noch nichts, okay. Habe ich gerade immer noch gesagt? Warum habe ich immer noch gesagt? Mysteriös. So. Also. Einen Elefanten müssen wir fangen. Eine Elefantenfalle. Da ist die Luke. Pass mal auf. Das, was ich schon seit Ewigkeiten hier versucht habe. Ich will eine Elefantenfalle bauen. Keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Hä? Na gut. Aber mit der Knicker. Diese Schilder sind so nichts zu gebrauchen. Die brennen ja nicht mal vernünftig. Nicht mal die, auf denen Flammen abgebildet sind. Na gut, ich nehme hier mal noch etwas. Stimmt. Schrott aus dem Beutel. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Das sieht gut aus. Wir könnten jetzt hier schon rübergehen. Ich glaube, ich möchte aber lieber durch die Luke. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergehen könnte. Macht es denn Sinn, jetzt... Zack. Macht es denn Sinn, jetzt hier schon zum Porzellanladen zu gehen eigentlich? Gibt es hier jetzt irgendwas Interessantes für uns? Nur die Sachen, die wir schon kennen. Nach oben kommen wir nicht, weil da oben die Klappe noch geschlossen ist. Na gut, dann gehen wir hier wieder hoch. Wir haben jetzt das Schild nach oben gekurbelt. Ich weiß noch nicht so richtig, was es bringt, aber vielleicht können wir jetzt hier, weil der Elefant ist ja größer, vielleicht ist das jetzt eine gute Idee. Bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken. Aber dafür fehlt ein Umgelenk-Dings, wie die Profis es auszudrücken pflegen. Ein Umgelenk-Dings. Ja, das, Da bin ich wieder, da bin ich doch gerade... aus Versehen aus dem Fenster gesprungen, aber jetzt müsste alles wieder laufen, hoffentlich. Wir machen einfach weiter. Wird schon schief gehen. So. Und? Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Dann war es also gar kein Traum. Natürlich nicht. Bist du etwa gerade erst aufgewacht? Du hattest einen ganzen Tag Zeit. Oh. Ich hab verschlafen, okay? So was passiert. Aber ich musste die ganze Strecke von Porta Rustica noch einmal fahren. Mach dir mal nicht ins Hemd. Die Falle ist ja so gut wie fertig. Ja, so gut wie. Okay, wir kommen also nicht hier unten lang. Na gut. Tja, Gashebel, ein Umlenkdings mit den Schildern. Kann ich jetzt hier irgendwie... Diese Schilder sind so nichts zu gebrauchen. Die brennen ja nicht mal vernünftig. Nee. Nicht mal die, auf denen... Noch hier was? Auch muss nicht. Erst kann ich mit dem Schrott denn jetzt hier irgendwas... Warte mal. Kann ich die Schilder abmontieren? Oh, vielleicht war das mit der Kurbel etwas voreilig. Ja, okay, alles klar. Also wieder runter mit den Schildern und dann schrauben wir da mal ein bisschen dran rum. So, Schraubenschlüssel, Schilder. Weg damit! Genau, braucht kein Schwein. Diese Dinger haben mir lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. So, jetzt haben wir da noch einen Umlenk-Dings gedöhnt. Jetzt drehe ich die Kurbel wieder hoch und probiere es dann nochmal aus. So. Zack. Und, bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken. Aber dafür fehlt ein Umgelenk-Dings. Ja gut, dann haben wir das... Profis ist auch... Dann haben wir das, ist es... Ja. Dann haben wir das Umgelenk-Dings also doch noch nicht fertig. Können wir da jetzt um hier was... Um das hier zu montieren, bräuchte ich schon einen Adapter. Und vielleicht einen triftigen Grund. Ein Adapter und einen triftigen Grund, tja. Wir kurbeln es nochmal runter hier. Was soll denn das?
Und wir gucken uns doch nochmal im Porzellanladen um, ob wir jetzt hier nicht doch irgendwas hier mit vielleicht der Katze, können wir die nicht vielleicht Das ist genau das, was ich für meine Elefantenfalle brauche. Ha. Oh. Oh. Bei Lichte besehen, so nützlich war es auch wieder nicht. Genau. Eigentlich brauchten wir ja dringend das hier. Das war alles geplant. Oh, was? Ach, Leute. Na gut, dann eben über Umwege. Gar kein Problem. Zack. Ha, Bullseye. Und da behauptet Toni immer, ich könne bei Klobrillen nicht zielen. So, her mit der Klobrille. Ich hätte auch gerne eigentlich die Folie wieder zurück. Sonst kriegen wir doch hinterher, auch wenn wir es dann jetzt schaffen, dann kriegen wir doch Ärger wieder. Mensch, Rufus, das war wieder nicht gut überlegt. Ja gut, habe ich es jetzt eigentlich runtergekurbelt wieder? Ja, hatte ich. Okay, also, dann kommt da jetzt mal die Klobrille drauf. Nicht gerade der gemütlichste Platz für ein Außenklo. Aber was raus will, muss raus. So, okay, jetzt nimmt das Ganze noch langsam Formen an. Zack. Und dann wollen wir doch jetzt mal hier... Oder ist das klug oder muss ich das... Ha. Na, wir versuchen es mal so. Das sieht erstmal ganz gut aus. Ein guter Wurf. Aber noch ist die Falle nicht fertig. Was fehlt denn wohl noch? Okay. Das sieht gut aus. Kann ich das jetzt hier an der Luke festmachen vielleicht? Ja. Die Falle ist gestellt. Aha. Dieser Problemelefant hat meinen letzten Nerv getötet. Und wird danach sein rosarotes Wunder erleben. Jetzt bin ich gespannt. Was mache ich denn jetzt? Jetzt gehe ich einfach mal hier runter, oder? Ja, das sieht gut aus. Wie jetzt? Du bist schon fertig? Hatte ich eine Wahl? Du hast viel zu lange gebraucht. Ja, aber dieser ganze Aufriss diente doch nur dem einen Zweck, dass du die Gläser nicht kaputt fährst. Und jetzt kannst du einfach so ohne mich einpacken. Das gibt's nicht. Das ist ja frech. Das hängt mit der Komplexität von Zeitreisen zusammen. Schwierig zu erklären, noch schwieriger zu verstehen. Du hattest die Rückspiegel falsch eingestellt, ne? Ich kann gerne wieder vorfahren, wenn du möchtest. Nee, lass mal, passt schon. Okay. Tja, und was ist nun? Ach, das nimmt doch kein gutes Ende, das weiß ich doch jetzt schon. Wer stolpert da rein, wir selber oder Toni gleich? Aber irgendwas passiert doch jetzt. Jetzt können wir, wenn wir jetzt zu Toni gehen und sagen, Schatz, wir sind fertig. Huch. Und? Nochmal mache ich das nicht. Ist auch nicht nötig. Und während ich in aller Ruhe Toni holen gehe, zuschnapp, Rüssel ab. Wird schon schief gehen, was? Und wie? Die Falle ist gestellt. Klappt bestimmt super. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Er kommt! Alle Mann auf Position! Und dann, wie wir es geprobt haben, ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Möge Tetanus uns beistehen. Amen. So. Dann ohne langes Zinnober. Hey Rufus! Jetzt nicht, Wenzel. Nicht jetzt! Kürbislaterne! So viel Zeit muss sein. Okay, da kommt wieder unsere Freundin Lotti raus. Hey! Och Mensch. Ja. Mach's gut, Lotti. Toni, mit dir wollte ich reden. Schnutzelbärchen. Also. Komm, wir erzählen nochmal von dem Traum hier. Das ich war muss schön. Dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja, vielleicht, ja. Jedenfalls war das sowas von abgefahren. Na gut. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und haben wir hier alles schon erledigt. Je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Also, jetzt aber. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja. Warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. So, dann schauen wir doch mal, was jetzt passiert.
Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Wie meinst du das? Diesmal? Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil. Genau. Oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Oh, oh. Oh, na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Tja. Jetzt ist die Frage, lässt sich die Zeit wirklich so manipulieren, dass das mit Toni und Rufus ein gutes Ende nimmt? Oder können wir eigentlich machen, was wir wollen und es wird sowieso in einer großen Katastrophe enden? Ehrlich gesagt glaube ich ja eher an Zweiteres. Also. Oh. Toni, nein! Nicht den Elefanten freilassen! Er ist ein niederträchtiges, pinkfarbenes Ungeheuer! Nanu? Schau dir deinen Elefanten mal genau an, Rufus. Und? Fällt dir etwas auf? Mir fällt auf, dass der Konstrukteur der Falle ein Genie gewesen sein muss. Ich meine am Elefanten. Ach, jetzt sehe ich es auch. Er ähnelt einer drexikanischen Pinata. Meinst du, es fallen Leckereien heraus, wenn ich dagegen schlage? Aua! Oh, tatsächlich. Tatsache, alles voll. Aber Moment mal. Diese Bonbons kenne ich doch. Sind das nicht dieselben, die deine Mutter immer lutscht? Ach. Ach was. Das ist gar kein Elefant, sondern deine Mutter. Was du nicht sagst. Bitte nicht zu hart zuschlagen, okay? Warte kurz. Oh oh. Oh oh. So, du hast genau einen Satz. Tja, also du wirst es kaum glauben, aber... Das war ein verrückter Zufall. Ich hatte mit einem fetten rosa Elefanten gerechnet und, naja, schau doch selbst. Und das war dein Satz? Das war mein Satz. Oh oh, das war falsch. Toni? Du hast vergessen, mir das Nasenbein zu brechen. Zack, kaputt, weinen, lachen, vergeben, das ganze Zeug. Toni? Herr Jemini. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde meinen kleinen Fauxpas absolut nachvollziehbar. Ja, das, also, ja, ohne Frage. Was ist passiert? Keine Panik, ich habe alles im Griff. Es sieht aber nicht danach aus. Wenn überhaupt, scheint mir deine Freundin noch wütender als zuvor. Ich sagte, ich hab das im Griff, okay? Aber die Zeitlinie. Scheiß auf deine dämliche Zeitlinie. Ich hab hier echte Probleme. In der echten Welt. Okay, Gammelgalf? Das muss ein Albtraum sein. Oh Mann. Tja, na gut, versuchen wir Toni mal zu beschwichtigen. Ja, ich habe meinen Zweifel, ob das klappt. Vergiss es, Paps. Nichts, was du sagst, könnte mich umstimmen. Das hat deine Mutter damals auch gesagt. Die Worte frische Kekse haben es schließlich getan. Klopfe die Klopf? Hey, Rufus. Hallo, Bernhard. Wie schlimm ist es diesmal? 9,8, würde ich sagen. Mach eine Runde 10 draus. Du sprichst noch mit mir. So schlimm kann es also gar nicht sein. Ach Mensch. Okay, ich versuch's erstmal wieder mit rausreden. Ich will die Dialoge alle abgreifen. Ach komm schon, Toni. Wollen wir uns wieder vertragen, hm? Was denn? Nicht mal ein kleiner Grunzlaut? Du musst zugeben, deine Mutter sieht einem rosa Elefanten schon ziemlich ähnlich. Du, Rufus, vielleicht gibst du ihr noch einen Moment. Keine Panik, ich mach das schon. Na los, schrei mich ruhig an, dann haben wir es hinter uns. Rufus, du bist so ein Idiot. Aber ein gut aussehender Idiot, dem ich nichts übel nehmen kann.
Frische Kekse! Es klappt nicht! Verdammt! Warum klappt es nicht? Keine Ahnung! Hast du Würfelzucker dabei? Oh oh. Immerhin sind die Gläser noch heil. Wie jetzt? Zählt das denn gar nicht? Warum habe ich mich denn dann so angestrengt, sie nicht kaputt zu machen? Na gut, wenn das alles nicht hilft, dann Okay. Es tut mir leid. Da! Ich hab's gesagt. Zufrieden. Du checkst es einfach nicht, oder? Du kannst nicht ständig alle Zelte abbrennen und trotzdem hoffen, dass es so bleibt wie immer. Irgendwann ist Schluss. Und dieser Augenblick ist jetzt. Aber darum geht's doch. Alles ist bereit. Wir können endlich nach Elysium. Zu neuen Ufern. Das ist kein neues Ufer. Das ist dasselbe dämliche Ufer wie beim letzten Mal. Und bei dem davor. Und am Ende wird es sich als Sackgasse herausstellen. Und da liegst du eben falsch. Zufällig weiß ich genau, dass ich es schaffen werde. Ich hab's nämlich gesehen, jawohl. Aber nicht mit dir. Oh nein. Ich werde eine Elysianerin kennenlernen. Eine, die mich versteht. Rufus? Tja, da guckst du, was? Diesmal mache nämlich ich Schluss. Ach so, was. Such dir einen anderen Idioten, der dich und dein Gemecker aushalten muss. Du hast mich ausgehalten? Ach was. Oh, genau. Aber meine Geduld ist am Ende. Du hast mich ausgehalten? Toni, beruhig dich. Oh oh. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh oh. Ach du lieber Lumpi, das ist eine Katastrophe. Entspann dich. Toni hatte schon immer diese Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Drehen wir halt nochmal die Zeit zurück. Oh. Oder, weißt du was? Wir lassen es einfach. Oh. Das Chrono-Car! Was haben wir getan? Wir haben den Lauf der Geschichte unwiderruflich verändert. Beruhig dich mal. Toni wäre auch so nicht mitgekommen. In meiner Vision verlief der Streit ganz ähnlich. Bis auf ein, zwei unbedeutende Details. Mhm. Was? Aber außerdem willst du eh nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Glaub mir. Bei Licht besehen war es eine ziemlich dämliche Geschichte. Hatte nicht mal ein Happy End. Das stimmt. Aber wir waren uns doch einig, dass diese Vision nur ein Traum gewesen sein kann. Wieso? Weil es unmöglich ist, sich an Geschehnisse aus der Zukunft zu erinnern? Das... Oh! Genau! Ich wette, all das hier ist schon einmal passiert. Meine Pläne, nach Elysium zu kommen, der Streit mit Toni und dass ich die Welt gerettet habe. Du hast was? Die Welt gerettet? Noch nicht. Und ob ich es wieder mache, überlege ich mir noch. Ach, du liebes Lottchen. Wie kann ich nur so dumm gewesen sein? Genau. Denk über deine Fehler nach. Ich gehe derweil nach Elysium. Diesmal lasse ich mir mein Happy End nicht nehmen. Okay. Oh, da kann ich jetzt auch gar nichts mehr auswählen und angucken. Tja. Okay, damit haben wir jetzt wohl die Ausgangslage eindeutig und unwiderruflich verändert. Und jetzt bin ich mal gespannt. Gehen wir jetzt sehenden Auges die gleiche Geschichte nochmal ab, nur wird sie sich an einigen Stellen anders entwickeln, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Ha. Egal, ich nehme jetzt erstmal dieses Trümmerteil mit. Und greife hier noch zur Kurbel. Ich hoffe, Bernhard ist gut versichert. Ja gut. Scheint nicht zu funktionieren. Hat denn McChronicle noch irgendwas anderes zu erzählen? Jetzt bin ich der Tod geworden. Zerstörer der Welten. Wurde ja auch Zeit, dass ich diesen Spitznamen mal loswerde. Können wir jetzt selber allein den Ballon benutzen? Oder wie ist das? Ja, ich glaube, so ist das. Okay. Es fehlte noch das Feuer im Ofen.
Wir haben jetzt hier ein brennendes Trümmerteil. Ich gehe fest davon aus, dass wir damit den Ofen anzünden können und dann werden wir Richtung Elysium aufbrechen. Und dann wird irgendwas passieren. Ich weiß noch nicht genau was. Ich bin sehr gespannt, wie es ab jetzt weitergeht. Denn irgendwie ab hier wird sich ja... Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, wir haben damit das erste Kapitel soweit abgeschlossen und kommen dann jetzt in neue Gebiete. Vielleicht auch altbekannte Gebiete, das kann ich gar nicht sagen. Ja, wir werden es herausfinden. Ich zünde das jetzt mal noch nicht an. Das machen wir mal gemeinsam in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, ob sich jetzt das Schicksal von Deponia und Elysium und ja, die Geschichte um Goal und Rufus, ob sich die wirklich nachhaltig verändert oder ob man doch immer wieder letztlich in die gleichen Fallen tappt und eben doch nicht aus der eigenen Haut kann. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schauen wir uns das gemeinsam an und beginnen damit in der nächsten Folge. Bis dahin, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.